Hey, wir sind Feuerherz. Und wir sind hier bei der Schlagerolympiade und machen Rodelrennen. Und wir gewinnen. Und wir sind die Zipfelbube. Und ganz klar ist, nach dieser Aktion benennen die sich um in Feuerschmerz. Komm, eine Probedurchlauf. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt. Aber entschuldige mal, weißt du, wie schnell ich war? Ich habe Angst gekriegt. Okay, lass einen Probedurchlauf mal machen, dass wir ein Gefühl kriegen. Okay. Ich will einfach mal ohne Schwung runterfahren, damit ich merke, dass ich nicht da jetzt. Hey! Füße hoch! Füße hoch! Füße hoch! 3, 2, 1, ja! Nein! Eva, viel zu doll! Mir geht's gut, aber der Schlitten ist jetzt da ganz unten. Problem ist, wärst du jetzt nicht abgesprungen, wärst du von unten durchgerodelt. Deswegen bin ich abgesprungen, weil da kriegst du so einen Speed drauf, dann bist aber du weg. Da hättest du jetzt auch runterrodeln können. Ja! Ja, wir würden einfach mal sagen, wir haben gewonnen, oder? Ja, aber war jetzt nur die Probe. Ich trete an für meine Gruppe, weil ich der Schwerste aus der Gruppe bin und ich den Sieg mit nach Hause hole. Und ich werde gewinnen, weil ich erstens seinen Schritt manipuliert habe und während der Fahrt ihn kräftig runtertreten werde. Los! Alles gut? Fernsehbeweis! Also ich bin ganz fest der Meinung, dass ich eher am Ziel war, weil ich habe in der letzten Sekunde noch mal so einen Seitenschwung geholt und da war er noch wirklich einen Meter vor mir. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich habe gewonnen, weil ich als Erster auf dem Schlitten die Ziellinie überquert habe und er ist vorher abgesprungen und ist gerollt. Wir werden es ja sehen. Also von oben konnte man nicht sehen. Nein, ganz ehrlich. Oh, ey, wie aussieht bei dir? Das war ein ganz knappes. Knapp, aber wir haben ganz klar gewonnen. Echt? Wir haben gewonnen. Also ich sag's ja wirklich ungern, aber der Videobeweis hat gerade gezeigt, dass als Erster durchs Ziel geschossen ist. Ich war zwar auch mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs, das Problem ist nur, ich war zu der Zeit nicht mehr auf dem Schlitten. Und na gut, also man muss ganz klar sagen, Glückwunsch, ja, ihr habt gewonnen. Aber wir sind trotzdem noch Freunde, natürlich, oder? Wir trinken jetzt auch jetzt einen. Trinken wir es ist nämlich sehr kalt und wir haben auch Glühwein da hinten. Viel Spaß beim Zuschauen. Tschüssi. Ciao. Hey.